Okay, guten Tag und willkommen zum ersten Video von mir, wie ich meinen Roller lackiere. Ich habe ja ein neues Projekt vor und zwar wird mein Roller. Ist mein Roller im Moment orange-weiß und zwar soll er jetzt erstmal ganz komplett weiß werden und dann rot-weiß. Und zwar soll der Innenraum rot werden und außen halt weiß, hochglanzweiß. Ja, und hier sieht man auch schon meine erste Lackierung, die ich gemacht habe. Ich muss sagen, so schlecht war sie nicht, aber dafür, dass ich das erste Mal lackiert habe, nun ja, nicht so cool. Und da ich das Teil jetzt umlackieren möchte, heute ist noch relativ schöner Tag, also ändert sich ja alle 10 Minuten, fangen wir erstmal an, indem wir das Teil komplett säubern. Ich nehme mir dazu erstmal ein paar Zebra-Wischung weg hier. Ich habe mir einmal Wasser vorbereitet und damit fangen wir erstmal an, das Teil ordentlich zu säubern. Ich bin da vor ein paar Tagen schon mit einem Hochdruckreiniger drüber gegangen. Also das, was ihr hier seht, das kriegt man dann noch nicht mehr weg. Ich weiß nicht genau, hier die Schlieren, das geht nicht wirklich weg. Aber trotzdem, weil es die letzten Tage geregnet hat, geht nochmal überall drüber, auch über die Kanten. Macht alles gut sauber. Dreck sollte halt erstmal weg sein, weil wir das natürlich gleich auch noch abschleifen werden. Und da ist eine Grundsäuberung schon mal gut. So, haben wir jetzt sauber gemacht. Wir nehmen jetzt ein 600er Schleifpapier, kann man sehen, Moment. Hier, das ist 600er Schleifpapier von Bosch. Das nehmen wir einmal zum Saubermachen. Kleiner Trick von mir, einmal reißt euch das in kleine Stücke und einmal knicken, dann geht es leichter. So, jetzt wird das einmal in Wasser getunkt. Muss nicht ganz so nass sein. Und jetzt fangen wir an, das anzurauen. Vor allen Dingen über die Ecken drüber, wo Kratzer sind. Und achtet darauf, dass ihr auch alles einmal anschleift. Das sieht am Anfang vielleicht ein bisschen komisch aus, dass es ein bisschen matt wird, aber das soll's auch. Wieso genau, kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, ich bin kein Lackiermeister, ich bin Hobbyschrauber. Ich merke, hier ist noch eine kleine Unebenheit. Versuche ich auch noch rauszubekommen. Natürlich auch am Rand die restlichen Sachen halt überall einmal drüber gehen. Und ich melde mich, wenn ich fertig bin hiermit. Jetzt, nachdem wir das abgeschliffen haben, macht ihr nochmal am besten ein sauberes. Oder macht es erstmal sauber und befreit es von den Partikeln, die ihr noch habt. Ich muss das jetzt leider hier über dem Eimer machen. Ihr macht das am besten irgendwie im Garten, in der Waschküche, in der Badewanne, was weiß ich, wo ihr das macht. Meine erste Lackierung habe ich zum Beispiel auch alles an der Badewanne gemacht, sauber gemacht. Meine Mutter war davon nicht so überzeugt, aber gut. So. Jetzt machen wir das ganze Ding sauber. Achtet beim Saubermachen darauf, dass ihr es keine fettigen Finger habt. Meine sind jetzt so ein bisschen von der Farbe, aber gut. Der ganze Staub muss weg. Vor allen Dingen halt die restlichen Partikel. Und jetzt seht ihr auch erst, ob ihr irgendwo was vergessen habt. Und falls ihr was vergessen habt, macht ihr das nochmal neu, weil ich aus meiner ersten Lackierung gelernt, macht es lieber ordentlich als zweimal. Das heißt, wenn man einmal vernünftig arbeitet, spart man sich eine Menge Zeit und auch eine Menge Geld sogar. So, ich weiß nicht, ob man sieht. Hier die schwarze weiße Linie, da war früher ein Sticker drauf. Da war halt eine ziemliche Bucht drin und die habe ich jetzt auch rausgeschliffen, genau wie hier. Stand halt irgendwie 50 Kubik Sachs drauf. Und ja, ich habe die Unebenheiten fast alle rausbekommen. Das, was ihr jetzt seht, werdet ihr bitte nicht nachmachen. Ich habe da einen großen Fehler gemacht, wodurch meine ganze Lackierung in den Arsch gegangen ist, also richtig tief rein, und ich durfte das Ganze nochmal neu abschmirgeln, abschleifen, abtrocknen, abwaschen. Und echt, macht es nicht so wie ich. Tragt eine Grundierung auf und ihr spart euch viel Arbeit. Wieso, seht ihr gleich. Nochmal kurz zum Hintergrund, ist ein ganz normaler Keller, der nicht aufgeräumt ist. Ich möchte da keine Kacke hören. Es war draußen am Regnen, von daher passt so.
hier nochmal eine kleine Zeitrafferaufnahme, was jetzt genau passiert. Achtet mal am besten auf die untere rechte Ecke, da erkennt man das, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, auf jeden Fall war das nicht cool und ich durfte das, was ihr da seht, nochmal alles neu machen. Falls jemand weiß, wodurch das passiert, wie man das verhindert, schreibt es gerne einmal in die Kommentare. Ich kann mal das nur erklären, dass ich die Flasche zu wenig geschüttelt habe und dadurch irgendwelche Komponenten nicht richtig miteinander reagiert haben. Nun ja, ich habe euch ja gerade gesagt, das musste alles nochmal runter. Ich habe es alles für ein paar Stunden trocknen lassen mit Schmirgelpapier drüber und dann, wie das halt so ist, nicht cool. Okay, zweiter Versuch. Ich weiß nicht, ob ihr seht, ich habe jetzt nochmal geschliffen und ich werde jetzt direkt mit dem ich eigentlich lackieren möchte, loslegen. Und hier werde ich auch die Kapseln. Wieder ein bisschen länger einzugehen. So, ich melde mich auch nochmal. Ihr solltet euch bitte kein Beispiel daran nehmen, wie ich das mache, okay? Das ist nur so ein grober Maßstab, wie die Beispielaufgabe im Mathe-Heft. Wenn ihr ein neues Thema anfangt, so könnte man es machen, so muss man es aber nicht machen. Hört lieber darauf, was ein Lehrer sagt und macht es dann so. Ich kann euch sagen, je nach wird die Lackierung in Ordnung, schon mal gespoilert, aber da ich jetzt hier auch nicht viel rede, kann ich euch ein paar Tipps geben, die ich beim Lackieren noch ein bisschen gemerkt habe. Einmal vorsprühen, dann haltet lieber gedrückt die Flasche, also den Knopf, und drückt ganz durch, weil... Wenn ihr nicht ganz durchdrückt den Knopf da, ist nicht genug Druck da und es könnten einzelne Farbtropfen rauskommen. Deswegen drückt ganz drauf, gleichmäßig. Und Tipp von mir, macht die erste Schicht ganz grob drauf. Also echt nur für 2 Minuten einmal so drüber. Und dann... Aber es sieht ganz okay aus. Macht ihr das, lasst ihr das halt eintrocknen und geht dann nochmal richtig drüber. Dann wird die Lackierung auch perfekt und ja, das ist gut. Dieses Flacker aufzutreten, ich zeige euch mal kurz. Moment. Ihr seht, ich habe jetzt direkt ein bisschen dicker gemacht. Das liegt aber auch daran, weil ich jetzt, wie gerade auch schon, eine Folge Lost schaue und dann nochmal runterkomme und dann nochmal was drüber sprühe. Und damit werde ich dann zur Schule fahren und dann morgen werde ich nochmal abschleifen. Okay, hier sind wir wieder in meinem Zimmer. Und hier ist jetzt die fertige Lackierung, hat knapp einen halben Tag getrocknet. 13, 14 Stunden ungefähr. Und ich weiß nicht genau, ob man sieht. Auf jeden Fall sieht es auf den ersten Blick ganz cool aus, aber auf dem zweiten dann wiederum nicht so schön. Es gibt ein paar Stellen, die sind glatt geworden. Aber ich muss halt nochmal rübergehen und ich schmirgel das Ganze jetzt doch mal ab, um die Unebenheiten hier rauszubekommen, weil ich die einfach nicht schön finde und deswegen habe ich mir wieder ein wenig Wasser genommen und lauwarm. Da tauche ich mein Schmirgelpapier ein und dann heißt es wieder schmirgeln. So, Moment. Ich habe das Teil jetzt nochmal abgeschmirgelt, dass alle Unebenheiten raus sind und werde mich jetzt nochmal zurückziehen, um da Dinge zu lackieren. Und ich hoffe einfach mal, dass es diesmal besser wird. So, wir haben einen Freitagmittag. Und jetzt ist der Schlüssel und ich würde sagen, man geht jetzt mal in den sogenannten Keller. So, und wenn man dann in diesem sogenannten Keller ist, mit dem sogenannten Werkzeug, in dem sogenannten Abteil sieht man hier auch schon das fertige Ding, hoffe ich mal. Trocken ist es. Den groben Test haben wir jetzt gemacht. Und jetzt schrauben wir das hier wieder fest. So, da steht mein gutes Ding. So. Stand hier nach über so mal kurz reinlinkern. Sieht aber gut aus. Jetzt gucken, ich muss das hier ransetzen und nach oben schieben. Ungefähr so. Das passt doch. So, hier die beiden Schrauben rein. Ja, die Seite ist fest.
Ihr seid die Trevi nicht, ja. Mal das Loch suchen, ja, das ist immer das Schwierigste. So, jetzt ist das Loch raus, aber jetzt habe ich sie, ne? So. Ich verliere nämlich gerne Schrauben, deswegen ziehe ich die ein bisschen fester an. Aber denkt dran, das ist nur Plastik und Plastik und Schraubenzieher ist nicht so gut. So. Kurz ein Foto machen. Und fertig. Ich würde sagen, doch, das Ergebnis ist dann nach dreimal markieren gut geworden. So, und für alle, die sich fragen, wie du lackierst, du zeigst du uns in einem dreitägigen Video, wie du einen Teil lackierst. Nun ja, das mache ich, weil ich weiß auch nicht genau. Ich den anderen Roller auch noch lackieren möchte und ich noch einige Sachen vorhabe. Unter anderem möchte ich eine Beschleunigungsset-up aufbauen, wo ihr dabei sein werdet. Hier seht ihr meine Kiste, wo alles an Zeug drin ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und tschüss!